Sehr schön. Und jetzt dann danach üben. Okay, wer ist das? Mario Gomez, Alter? Ist das wie Mario Gomez? Ist das? Ah ja, hier Jay Huntington, der Dritte. Ja, ich erinnere mich. Mit dem müssen wir auch nochmal irgendwie gucken, was der überhaupt macht hier. So, Herbert macht erstmal hier ein bisschen seine Hausfrauenaktivitäten. Der kennt sich aus. Hygiene geht natürlich jetzt runter. So, Musik läuft. Oh, da steht er auf. Jetzt schon? Krass. Oh, ich habe Hunger. Ja, das passt ja gut zusammen. Schnelle Mahlzeit essen? Nee, lass mal. Käsekräcker, ja, mach, okay. Als kleine Überbrückung. Und dann kannst du hier mal aufräumen. So, und dann kannst du mal hier, bevor Herbert da ist. Oh Gott, sehr irgendwo. Ja, guck mal hier. Alarm abkacken. Sehr schön. Ja, Herbert. Work in progress. So, schöne Tuning-Teile gefunden. Sehr gut. Gut, ich werfe das mal selber weg. So. Solange Herbert dann noch dabei ist. Ui. Menu, 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 Menu. Das muss aber noch ein bisschen üben. Oh. Aber wartet mal ab. Wenn er erstmal soweit ist, dann werden hier aber die Tassen fliegen. Das kannst du aber wissen. Obwohl der Hunger natürlich jetzt auch schon echt hart ist. Vor allem bei mir. So. Jetzt heult er sich in der Dusche aus. Oh, mir geht's so schlecht. Ich hab so Hunger. Ja, komm. So. Jetzt hinterwegs und sich was sehr schön. Das machen wir auch. Ich weiß immer nicht, was heißt Portion, was heißt Gericht? Ich weiß es immer nicht. Komm. Wahrscheinlich Gericht so viel wie man schafft. Was ist denn das hier? Käsekräcker. Hat er die gar nicht aufgegessen? Erstmal kannst du die Käsekräcker essen. Und wenn du dann noch Hunger hast, was ich fast glaube, machen wir das. So, und dann wird Herbert ein bisschen Gitarre üben. Obwohl, erstmal muss er sich frisch machen. Sehr schön. Sozial, ne? Das ist natürlich jetzt echt ganz schnell am Abrauchen bei beiden. Weil die immer so ein bisschen aneinander vorbeileben. Das ist natürlich ein bisschen doof. Müssen wir mal gucken, ob man später auch zusammen musizieren kann. Das wäre ziemlich cool. So, vielleicht können die jetzt ja noch mal ein bisschen quatschen beim Essen. Ich hoffe mal. Ich guck mal. So ein bisschen Interaktion vielleicht hier mal. Ich muss mal ein bisschen nachhelfen, glaube ich. So. Nee, jetzt nicht aufstehen. Nicht aufstehen, nicht aufstehen. Jetzt haut er ab. Naja. Schade. So. So, bringt denn die überhaupt diese Käsekräcker ein bisschen? Ja, es geht. Hätte ich nicht gedacht. Und hier sieht es auch aus. Machen wir mal ein bisschen sauber gleich. Ich glaube, das können wir lassen hier. Das reicht eigentlich. Müssen mal ein bisschen wischen hier. Das sieht ja furchtbar aus. So. Und den vielleicht auch mal. Ach, kann man den manuell rausbringen? Nee, ne? Obwohl das. Oh komm, machen wir mal. Wenn wir schon mal dabei sind. So, und dann, hier gibt es irgendwas zu tun. Videospiel, das haben wir. Wir müssen, genau, wir müssen ein bisschen programmieren üben. Das können wir gleich mal machen. So. Einfach ein bisschen programmieren üben. So, okay. Und Herbert darf dann ein bisschen Gitarre machen. Sehr schön. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das sozial. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Das hier, das müssen wir mal, das machen wir gar nicht. Mit 5 Sims rumalbern, das wäre es ja mal noch. Kann man schon sehen, wie man das schon gemacht hat? Nee, ne? Nee. Lass mal einfach mal hier ein paar Leute abpassen. Warte, wer ist denn das? Die Blonde? Die kenne ich noch nicht. Ach doch, Landgrab. Ja, klar. Mittlerweile hat man die Leute alle schon mal gesehen. Was mache ich jetzt? Ach, Müll. Okay. So, sehr schön. Herbert ist am Üben. 1A. Der könnte, guck mal, der kann die doch mal hier die bisschen voll labern, oder? Dann machen wir mal das Ding hier mal fertig. So, einmal lustig vorstellen. Das wieder hier Mario Gomez. So. Mit 5 Sims rumalbern. Komm, machen wir das einfach mal. Ich bin Entertainer, ja. So, hier kommen und der alten Frau auch nochmal. Und dann hauen wir auch gleich wieder ab. Auf zu schnacken. So, was macht ihr jetzt? Geht ihr rein? Okay. So.
Alba, mal rum jetzt hier. Lustig. Witze über Enten erzählen. Nein, nicht abhauen. Ah ja, hier sind noch mehr. Alter. Ey, das ist doch... Ist doch unsere Freundin, oder? Nee. Ich komme so durcheinander, ne? Das ist die Mutter, ne? Ja, das ist die Mutter, glaube ich. Sollte man sich vielleicht lustig vorstellen. Wer ist das hier? Marie Steffens, die kenne ich noch nicht. Und wir sind gerade aufgestiegen. Sehr schön. Können wir jetzt ein Spiel programmieren? Immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt ein... wo ist unser Bücherregal? Dass wir mal dieses Programmier-Level 2 Buch lesen können, wenn wir das hier überhaupt haben irgendwo. Kochen? Haben wir gar nicht. So, hat Herbert alles erreicht hier, oder? Sehr schön. Und jetzt kommen die Fähigkeit. Wie können wir das dann machen? Verwende das Mikrofon. Schreibe Witze am Computer. Oder lies ein Fähigkeitenbuch über Comedy. Komm, dann machen wir das mal. Bücher kaufen. Wir machen jetzt mal Comedy und Programmieren. Fähigkeit. Also, Comedy Band 1. So, und Programmieren. Ach, stimmt, wir haben mal Logik gemacht, ne? Ich erinnere mich. So, und dann machen wir jetzt beide mal ein bisschen Lesesession hier. So. Das ist Comedy. Das ist Programmieren, ne? Genau. Lesen. Und Herbert auch. Der muss schon langsam los. Oh Gott, sehe ich jetzt gerade. In 2 Stunden. Vielleicht schafft er ja noch aufzusteigen. Und Witz schreiben, ne? Das wäre es vielleicht eigentlich. Das sollte man vielleicht eher machen. Wieso ist er jetzt nicht auf Klo gegangen? Ist ja doof. Nimmt er es mit auf Klo? Scheiße, sozial, ne? Dann nimmt das Buch echt mit auf Klo. Das ist wirklich sehr witzig. Und Witz schreiben, ne? Vielleicht schaffen wir das noch. Komm, dann steh jetzt mal auf hier, Junge. Und dann lass Herbert jetzt mal ein paar Witze schreiben. So, komm, leg das Buch mal zur Seite. Nee, scheiße, das war der falsche. Ah, fuck. Wir sehen so gleich aus. Witze schreiben und ich öffnen. Programmieren. So. Herbert, hör auf, bitte. Genau, leg es einfach auf den Boden. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann vergisst man das auch nicht. Herbert muss in 1 Stunde bei der Arbeit sein. Verspielt, ne? Boah, das kriege ich echt nicht hin. Egal, komm, er soll mal seine Witze schreiben. Dann ist das, glaube ich, in Ordnung. Vielleicht steigt er ja sogar auf. Wenn wir jetzt das hier schaffen, steigt er bestimmt auf. Sonst noch irgendwas hier? Komm, sozial wird er bei der Arbeit sicherlich kriegen. So, vielleicht kriegt er sogar noch Comedy-Level ab. Und ich... Das haben wir sehr schön... Genau, und Programmieren aufsteigen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Dann spule ich nochmal ein bisschen vor. So, Herbert. Stopp. 50% erst. Scheiße. Komm, mach das mal noch fertig. Bisschen zu spät kommen kann, das ist kein Ding. Fuck, jetzt. Und ab zur Arbeit. Schade, dass wir... Aha, wir kommen jetzt 1 Stunde zu spät. Komm, schnell. Okay, das ist, glaube ich, gerade nochmal gut gegangen. Ja, komm vorbei. Ach, wie schön. Guck mal, Herbert geht und schon... Also, hat bestimmt irgendwie geortet. Wenn Herbert weg ist, dann kommt sie vorbei. So, Herbert ist weg. Sehr schön. Dann können wir jetzt mal sozial uns mal ein bisschen vorantreiben hier. Da kommt sie. Unsere Liebe. Wie schön. Oh Gott, was ist mit ihr los? Sie ist wütend. Ja, wie kann man die denn überhaupt... Wütend? Warum ist sie denn wütend? Nein, warum? Wo will sie überhaupt hin? Kann man die nicht hereinbitten? So, erstmal gucken hier. Was ist denn los? Liebe Bella. So. Erstmal ein bisschen hier den Tag verschönern. Och, die Arme. So. Ach, so, hier, komm. Guck mal, jetzt ist sie glücklich. Wie schön. Oh, Charisma. Geil. Cool. Kann nicht schaden. So. Ja, nochmal hier ein bisschen, ne? Ihr kennt das Prozedere.
So, kann man hier irgendwie was... Kann man die nicht hereinbitten? Einlade, über Nacht zu bleiben. Können wir noch was machen hier? Mit Bella plaudern. Ja, komm jetzt hier. Romantische Fernsehshow ansehen. Wollen wir das mal machen? 19 Uhr, wir haben... müssen nicht arbeiten jetzt. Komm, machen wir das mal. Mit ihr. Ich hoffe mal, dass sie mit reinkommt, ja? Oh, wir müssen unbedingt Klavier üben. Es ärgert mich, dass immer was dazwischen kommt. So, hier. Das ist abgeschlossen, sehr schön. Ja, komm, Radio machen wir mal aus. Oh, sie räumt das Buch weg. Das ist aber nett. Das ist aber nett. Guck mal, die räumt auf, oder? Die ist ja wirklich sehr, sehr nett. Das freut mich aber. Kokett. Da geht's schon los. So, nee, das machen wir noch nicht. Ich würde sagen, damit warten wir noch ein bisschen. Komm, hör auf jetzt hier. Selbstsicher werden, aha. Oh. Ja, wir haben leider nur so ein kleines Bett, ne? Ich würde ja gerne. Zweideutiges Gespräch, sehr schön. Wir müssen irgendwie anbauen, aber man muss das Zimmer teilen oder so, weil das geht gar nicht. Dazu ist es dann doch zu klein. So, okay, müssen mal gucken. Wir müssen morgen um 10 zur Arbeit, das heißt, wir müssen... Und Energie geht noch. Komm, wir können eigentlich mal was zum Abendessen mal hier rufen. Wo ist denn das? Oh Gott, das darf da nicht zu lange stehen. So, ja, schnackt mal ein bisschen. Will ich euch nicht stören. Jemand unterwegs? Nö, Straßen komplett leer. So, dann esst mal ein bisschen was. Guck mal, sozial sind wir jetzt. Das ist sehr schön, dass das ein bisschen gestiegen ist. Das hatten wir auch bitter nötig. So, okay. Morgen um 10 Uhr geht's los. Wir haben alles, was heißt alles, die zwei Sachen, die man machen kann, haben wir gemacht. Und wir müssen konzentriert zur Arbeit gehen. Das ist wichtig, das dürfen wir nicht vergessen. Da stellen wir mal einen Kühlschrank. So. Ja, wie ist das mit dem Schlafzimmer? Kann man das irgendwie schlau machen? Kann man das teilen oder vielleicht ein bisschen erweitern und dann irgendwie teilen? Man hier so einen kleinen Flur macht. Man muss mal probieren. Ich weiß nicht, was kostet denn so eine Wand? Ich gucke einfach mal, was sowas kostet. Wand, ich weiß gar nicht, was ich hier eingeben muss. Ich habe Wanddeko, Wand. Haushaltsinventar. Wände, genau. So, guck mal, wenn wir jetzt mal hier so eine Wand bauen, ne? So. Ne, das ist eine schräge. So, und dann da sozusagen eine Tür machen. Ja, ist auch besteuert. Wenn dann hier... Ne, da darf ich gar nicht. Oder man macht es halt... Man macht hier so einen ganz engen Flur und dann eine Tür. Oh, es ist echt... Ich will jetzt auch nicht extra anbauen, so, ne? Aber ich glaube, ich würde die ganz gerne bei uns einziehen lassen, einfach aus dem Grund, weil die halt mit einem Typen zusammen wohnen, mit dem sie nicht mehr verheiratet ist. So einfach ist das. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Ich muss noch mal so überlegen. Okay, wenn man das mal... Kann man ein Haus, eine Wand erweitern? Geht das hier irgendwie? Nee, das ist alles Quatsch. Pool. Ne, wir sind schon richtig. Ne, wir sind schon in der richtigen Auswahl. Wandtool. Raumtool. Benutzer definiert. Kellertool. Das hier? L-förmig. Ach, guck mal, hier kann man auch so richtig vorgefertigte Sachen machen. Ach so, und das ist sozusagen eine Platte. Das sind Zäune, das brauchen wir nicht. Und ein viereckiger Raum direkt. Diagonal. Was, wenn man das jetzt hier so ein Ding anbaut, ne? Das muss ja wirklich nicht groß sein. Am besten wir bauen es nach hinten weg, oder? Oder zur Seite wäre vielleicht besser. Wenn man es nach hinten macht... Wir machen es nach hinten. Wir machen es einfach nach hinten. Muss ja wirklich nicht viel sein. So, muss ich gucken, dass ich jetzt hier richtig mache. So. So, ne? Genau. Gott, ich habe, glaube ich... Habe ich in Sims überhaupt schon mal gebaut? Ich weiß es gar nicht. 360... So.
So, okay. Und wenn wir jetzt hier einen Flur machen, im Prinzip, der einmal durchgeht und dann geht es hier rechts für die Schlafzimmer. Ich glaube, das kann man machen. Frage ist jetzt, warte mal, das ist jetzt eine Wand, ne? Genau. Und kann man die wegmachen? Was habe ich gerade gemacht? Habe ich gerade das Haus verflachert? Verflachert. Flacher gemacht? Bildere Wand. Okay. Was ist das hier? Kopieren. Wir müssen irgendwie diese Wand wegmachen. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Und man macht halt eine Tür rein, aber es wäre irgendwie affig. Die können wir es vielleicht erstmal so machen, dass wir jetzt hier das Bett rüberziehen. So, dann machen wir hier die Kommode hin. Und dann müsste man hier im Prinzip eine Wand machen, dass man da, vorbeiläuft. Gott, wir verprassen gerade echt die ganze Kohle hier, ne? So. So, das ist dann im Prinzip so eine Art Flur und dann haben wir so ein ganz kleines Schlafzimmer. Aber das ist egal, das ist in Ordnung. Und dann da vorne genauso. Geht echt viel Platz drauf für den Flur, ne? Egal. So, jetzt haben wir noch 897. Ey, es ist teuer, ey. So unnötig eigentlich. Aber komm, einfach ihr zuliebe machen wir das mal. Jetzt ist die Frage, wie kann man diese Wand wegmachen? Ich google mal. Das ist das Einzige jetzt. Ich will, das geht aber schon jetzt am schnellsten. Einfach mal gucken. Sims 4 Wand entfernen. Wir löschen mal eine Wand. Genau, das brauchen wir. Klick auf die Wand, zieh die, dabei drückst du Steuerung. Okay. Ah ja, sehr schön. Danke. So schnell kann es gehen. Und da müssen wir jetzt im Prinzip noch zwei Türen reinbauen. Das kann was ganz Billiges sein. Gläser in der Blick. Das wäre vielleicht die Toilettentür. Irgendwas ganz Simples. Aber mit Toilettentür ist auch Gläsern ist auch doof. So. Am Rand wahrscheinlich, ne? So, einfach so. Kann man die noch drehen? Ja. So, jetzt haben wir fast keine Kohle mehr. Aber da haben wir jetzt zwei Schlafzimmer. Das eine ist sogar ein bisschen größer, ne, glaube ich. So, jetzt ist die Frage, haben wir noch ein... haben wir noch Geld für ein Doppelbett? Das wird jetzt das Schwierigste von allem. Also, wir gucken mal. Was kostet denn ein Bettchen? So, wenn wir das verkaufen, das können wir damit dazu rechnen. So, 430. Unwohl. 620, das hat alles zu übertrieben, ne? 725, das könnte man eigentlich machen. Wenn ich das verkaufe, komm, machen wir das einfach mal. Bumm. So, jetzt haben wir fast alles ausgegeben. Herbert muss einfach damit jetzt mal zufrieden sein, dass er nur ein Einzelbett hat. Das tut mir echt leid. Aber wir haben einfach kein Geld mehr. So, da haben wir einfach mal angebaut. So schnell kann es gehen. So, dann können wir auch das hier machen. Also, glaube ich. Dann machen wir... Ja, es geht. Dann können wir das Bett einmal beanspruchen. So, 20.53 Uhr. Komm, wir gehen nochmal auf das Klöchen. Das hier? Herrlich sauber. Ja, ist irgendwie... Irgendwo passt es auch. So. Was ist hier? Wieso ist es unwohl? Schlechter Nachgeschmack. Oh, okay. Nicht gut. So, komm, das machen wir mal hier so. Und das auch. Dann muss er das nicht selber machen. Was ist hier? Oh ja, mach mal. Ich greife nicht dazwischen. Und? Komm, wir können mal ein bisschen tanzen. Das können wir nochmal machen, oder? Warte mal. Gut, klassische Musik ist vielleicht jetzt gerade nicht so attraktiv. So. Tanzen. Tanzen. So, ich weiß nicht, ob die jetzt auch mittanzt. Da. Sehr schön. Erstmal einmal durch den Körper durchfassen. So, jetzt hier, mach doch mal. Macht sie? Yeah. Boah, sie geht ab. Und ich mach gar nichts. Erstmal voll quatschen. So, sehr schön. Hier, das ist Sozial, Hygiene, das ist alles in Ordnung. Sehr schön, sehr schön. Einen schmutzigen Witz erzählen. Das machen wir doch gerne. Wo ist denn das? Achso, weil wir bei lustig, ne? Wahrscheinlich. Da. So, sehr schön. Herbert kommt langsam nach Hause. Den müssen wir dann erstmal das Bettchen beanspruchen. Das ist sozusagen unser altes. Ich hoffe mal, dass er nicht traurig ist. Gute Freunde, ja, Alter, guck mal den anderen Balken an. So, okay. Ah ja, komm. Um Verabredung bitten.
Ah ja, komm hier. Das machen wir mal. Können wir auch schon sagen, bitten einzuziehen? Geht das schon? Das weiß ich gar nicht, ob das schon geht.